Viel mehr Spitzenspiel geht nicht. Über 8000 Zuschauer waren dabei im Stadion der Freundschaft. Der dritte zu Gast beim zweiten Cottbus gegen Jena. Die beste Offensive gegen die beste Defensive. Die Lausitzer mit Pele Wollitz konnten mit einem Sieg die Tabellenführung zurückholen. Klingbeils Jena, sensationelle 10 Spiele am Stück ohne Niederlage. Und wer hier nun ein Duell auf Augenhöhe erwartet hatte, der sah sich getäuscht. Denn es spielte von Beginn an nur Energie Cottbus. Die zweite Minute. Hottmann war wieder dabei, Erik Hottmann. Der erste Schuss auf das Jena-Tor. Hottmann gegen TB musste er verletzt raus. Für heute hatte es wieder gereicht. Die fünfte Minute, Cottbus von Beginn an im Vorwärtsgang. Jonas Hofmann aus der Distanz, Kunz muss zum ersten Mal eingreifen. Pele Wollitz hatte sehr, sehr offensiv aufgestellt, ein 4-3-3. Drei Stürmer vorn mit Hottmann, Wehling und Thiele. Wehling hier für Thiele und der verpasst knapp ein paar Zentimeter. Ein Schritt fehlten Timmy Thiele. Direkt im Anschluss Hottmann mit der Flanke, die wird zunächst geklärt. Und dann kommt Oesterhellweg. Maximilian Oesterhellweg. Kunz ist auf dem Posten. Oesterhellweg war ja vor der Saison von Jena nach Cottbus gewechselt. Die achte Minute. Energie wieder mit Hottmann. Das war schon die fünfte Torchance für den FC Energie Cottbus. Noch nicht einmal 10 Minuten waren gespielt. Klingbeil sah einiges an Handlungsbedarf. Cottbus dominant, Cottbus drückend überlegen. Die 14. Minute, Balleroberung durch Eisenhut. Dann schöne Ballstaffette, Hottmann auf dem rechten Flügel. Diesmal als Vorbereiter für Wehling. Welch ein Tor! Nikolas Wehling, das 1:0 für Energie Cottbus. Toller Treffer von Nikolas Wehling, Saisontor Nummer 12 von Hottmann. Gut vorbereitet, aber Gibson steht da völlig falsch, verschätzt sich. Springt unter dem Ball hindurch und Wehling mit dem Dropkick genau in den Winkel. Tolles Tor von Nikolas Wehling. Cottbus blieb hier die dominante Mannschaft. Jena war bisher überhaupt nicht angekommen in diesem Spitzenspiel. Slammer mit der Flanke für Eisenhut und der prüft Kevin Kunz. 15 Mal hatte der schon zu Null gespielt in dieser Saison. Heute war es damit nichts. Jena 0:1 hinten, die 32. Minute. Da ist wieder Jonas Hofmann und Kunz auf dem Posten. Kevin Kunz und Striezel, die lieferten ab bei Karlsruhe. Jena, der Rest komplett außer Form. 700 Fans aus Thüringen waren dabei. Angriffe des FC Karlsruhe hatten kompletten Seltenheitswert. Wir sind schon in der 33. Minute. Bethke muss hier eingreifen. Grimm wurde da gesucht von Muyomo. Keine wirkliche Gefahr für den FC Energie Cottbus. 1:0 zur Pause und René Klingbeil stellte um, brachte Wolf und Knöferl, zog Gibson nach vorn in den Sturm und Verkamp ins Zentrum und Jena wurde besser. Da ist Verkamp. 51. Minute, erster Torschuss von ihm, der achtmal schon getroffen hat in dieser Saison. Aber Cottbus blieb gefährlicher. Borgmann für Thiele. Da fehlte wieder nur ganz, ganz wenig. Timmy Thiele, einer der 4 Neuen in der Startformation. Borgmann bereitet das mustergültig vor, tunnelt Wolf. Dann geht der Kopf nach oben. Wo steht da der Timmy Thiele? Natürlich im Sturmzentrum, wo der Mittelstürmer stehen muss. Und dann sind es ein paar Zentimeter, die Thiele zum 2:0 fehlen. Das wäre sicherlich schon die Entscheidung gewesen. So aber kam Jena in der Schlussphase dann doch noch. Gibson, der als Rechtsverteidiger begonnen hatte, beste Möglichkeit. Jena, 76. Minute, Ken Gibson und Bethke macht das unkonventionell, aber gut. Pele Wollitz wusste, das Spiel hätte schon entschieden sein können, aber war es eben noch nicht. Wir sind schon in der Nachspielzeit und da ist Hähne, Riesenmöglichkeit für Karlsruhe Jena. Maurice Hähne, der Innenverteidiger, Slamar, kann nicht klären, der Kopfball von Hähne. Und dann holt Bethke die Krake raus und hält diesen Ball irgendwie. Die Ecke, letzte Situation in dieser Partie. Lemmel legt sich den Ball auf den starken Rechten, zieht ab, aber auch da ist Elias Bethke. Da hält den Sieg fest. Eine gute Halbzeit reichte Karlsruhe Jena nicht im Spitzenspiel. Ich glaube, wir haben eine erste Halbzeit zum Vergessen hingelegt. Haben richtigen Angsthasenfußball gespielt. Also
waren wir, glaube ich, auch ein bisschen perplex, dann, wo wir dann im Kabinengang waren nach der ersten Halbzeit, was da eigentlich abgelaufen ist, die ersten 45 Minuten. Das darf uns nicht passieren. Ich glaube, das fehlt auch noch so ein bisschen, um absolutes Spitzenteam zu sein. Ein bisschen mehr vielleicht den Mut haben, noch in der ersten Halbzeit nach vorne zu spielen. Waren zu viele Aufbaufehler auch und ja, das müssen wir halt besser machen, aber müssen wir auch daraus lernen. Besseres Statement kannst du nicht setzen. Spielst du immer so, wirst du Erster. Und dann kommt, ob du dann eine Relegation gewinnst, ist wieder was anderes. Aber so, boah, ist unglaublich schwierig. Die Intensität, diese Überzeugung, diese Systematik. Ich glaube, das war heute sehr, sehr gut. Unglaubliches Publikum, unglaublich intensives Spiel auch. Ein sehr, 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 sehr wichtiger Sieg. Ja, einfach ein geiles Gefühl. Mir fehlen gerade ein bisschen die Worte. Ich bin einfach glücklich. Cottbus absolut überzeugend. Nach dem Sieg gegen Jena holt sich der FC Energie die Tabellenführung der Regionalliga Nordost zurück.